zwischen diesem Baum und dem Efeu, was wir hier auf dem Regal sehen, wird sich im Lauf der Zeit ein reger Flugverkehr entwickeln. Zwei Efeus in kleinen Töpfen habe ich in eine Schale gestellt und es entwickelte sich ganz gut. Im Lauf der letzten heißen Junitage habe ich festgestellt, dass immer wieder gegenüber auf dem Baum, circa 2,5 Meter von der Balkonbrüstung entfernt, ein Rotkehlchen saß und mich beobachtete, sogar auf die Brüstung hüpfte, und ich habe mich einfach daran gefreut, dass es offenbar gar nicht sehr scheu war. Es reagierte sogar auf bestimmte Geräusche, das heißt, wir haben uns nett miteinander unterhalten. Ja, selbstverständlich habe ich im Lauf der Zeit unter anderem auch die beiden Efeus gegossen, die aber so hoch stehen, dass ich sie dazu ab und an mal runtergenommen habe und habe tatsächlich gesehen, dass dort irgendetwas war, was nicht hingehörte, nämlich in einem winzigen Abstand zwischen einem der Töpfe und der Schale ein Nest gebaut wurde. Und jetzt konnte ich auch vermuten, von wem. Das Ganze steht in ungefähr 1,70 Meter Höhe und ist auch so blöd gedreht, sprich das Loch, durch das man reinschlüpfen kann in dem Efeu, war mir abgewandt, dass die ersten Aufnahmen sehr ungenau sind. Aber kurz darauf konnte ich die Kamera doch so halten, dass man zumindest das fertige Nest sehen kann. Und kurz darauf war es offensichtlich, dass hier gebrütet wird. Und da habe ich ganz neugierig mal die Kamera ins Nest reingehalten. Und ihr seht dann auch gleich die 6 Eier. Ja, und bald schon bezog die Vogelmama das Quartier und rührte sich auch sehr lange nicht mehr raus, spielte aber immer schön Verstecken. Guckt raus, der Kopf kommt hoch, der Kopf geht wieder runter, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Und das wechselte sich ständig ab. Und seither bin ich unter ständiger Beobachtung durch diese zwei süßen Knopfaugen. Durch die Lage, durch die Höhe war es nicht einfach zu filmen und deshalb ist die eine oder andere Aufnahme auch verwackelt, wofür ich mich entschuldige, aber ich finde, die Aufnahmen sind einfach so goldig. Das Ganze stand auf einem Gitter und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn da tatsächlich Junge schlüpfen. Die fallen ja da durch. Also musste ich mir etwas überlegen und eine Unterlage machen und dazu musste ich die Schale runternehmen. Das gab ein ganz schönes Theater seitens der Mutter. Jede meiner Bewegungen, wie nah ich dem Nest kam und, was ich damit machte, wurde aus der Fluchtburg Baum genauestens beobachtet. Da ich mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht habe, habe ich nachgelesen, dass ein Rotkehlchen dämmerungsaktiv ist, das heißt aktiv circa eine Stunde vor und eine Stunde nach. Eine Stunde vor Sonnenaufgang und eine Stunde nach Sonnenuntergang. Es singt aber auch mitten in der Nacht, wenn zum Beispiel der Mond hell scheint oder eine Lampe oder ein beleuchtetes Fenster in der Gegend ist. Geht dann auch auf Insektenjagd.
Naja, und wie man hier sehen kann, ist jetzt eine Unterlage unter dem Ganzen, zwar unter Geschimpfe, aber man sieht ja hier, die Mutter guckt sich das Ganze erstmal an und hat es dann doch akzeptiert. Der Nestbau, den ich verpasst habe, dauert in der Regel beim Rotkehlchen 4 bis 5 Tage und die Eiablage erfolgt im Morgengrauen. Es werden in der Regel zwischen 5 und 7 Eier gelegt. Hier in unserem Fall liegen wir genau dazwischen mit 6. Mittlerweile wurde der Flugverkehr dichter. Sie saß ja größtenteils auf den Eiern und deshalb musste er sie füttern und dafür sorgen, dass sie auch satt wurde. Die Dame rührte sich sehr, sehr wenig weg von den Eiern, also war er jetzt in der Pflicht. Der Vater ist übrigens sehr, sehr viel scheuer und ängstlicher als sie. Und wenn er mal am Rand sitzt, um zu füttern, stellt er sich manchmal auch viele Sekunden lang wie tot. Was ich auch jetzt dazu gelernt habe, ist, dass Rotkehlchen wunderbar andere Vogelstimmen imitieren können und das wohl auch ihren Jungen beibringen. Außerdem badet es gern und hat eine sehr geringe Fluchtdistanz. Das habe ich schon gemerkt und werde es auch noch merken, wenn ich ans Nest gehe. Hier ist er wieder so 4 Meter entfernt auf Beobachtungsposten, ob die Luft rein ist. So, wieder habe ich mich schlau gemacht und es heißt also, die Brutzeit beträgt zwischen 13 und 15 Tagen. Dann schlüpfen die Kleinen wohl zwischen 5 und 9 Uhr frühmorgens und das dauert ungefähr 4 bis 6 Stunden. Offenbar ist es so, dass die Mama ungefähr 4 Tage nach dem Schlüpfen noch auf dem Nest bleibt und die Kleinen schützt. Es ist aber auch so, dass das Nest total aufgeräumt wird. Sie trägt zum Beispiel, beziehungsweise der Vater, die Eierschalen fort bis zu 30 Meter entfernt, damit nur keiner merkt, dass da ein Nest in der Gegend ist. Der Kot der Kleinen wird zum Beispiel auch aus dem Nest getragen. Was für saubere, ordentliche Vögel. Da ich den Nestbau und den Anfang der Brut ja mehr oder weniger gar nicht so deutlich registriert habe, weiß ich gar nicht, an welchem Tag wir sind, was die Brut angeht, 13 bis 15 Tage und so weiter. Aber anhand der nächsten Bewegungen im Nest und der Tatsache, dass jetzt Mutter und Vater gemeinsam füttern, gehe ich einfach davon aus, es sind schon Kleine da. Denn die Aktivitäten der Mutter in dem Nest sind jetzt ganz andere. Das heißt, sie sitzt gar nicht mehr ganz still da und guckt hoch und runter und auf und ab, sondern sie wuschelt da irgendwie rum. Da ich jetzt langsam überzeugt davon bin, dass Kleine im Nest sein müssen, werde ich mal hochsteigen und schauen, ob ich sie sehen kann. Ob ich zumindest etwas an Bewegung sehe, wenn die beiden Eltern nicht da sind. So, und jetzt werde ich wieder gesehen. Und dann rühren wir uns erstmal gar nicht. Obwohl wir ja Futter im Schnabel haben. Mal abwarten, was passiert. Bange Büchs.
Naja, soweit zum ausgeprägten Revierverhalten. Riesenaufruhr, als ich nah ans Nest gehe. Aber ich habe sie gesehen. So viel zu Nestbau und Brut. Dann machen wir in Teil 2 weiter mit den Jungvögeln.